hat die Führung dort 13 Pläne ausgearbeitet, um sich an den USA zu rächen. Selbst der schwächste davon wäre ein historischer Albtraum, zitiert eine iranische Agentur den Sicherheitschef. Die Beerdigung des von den USA getöteten Generals wird von einer Massenpanik überschattet, mit mindestens 56 Toten und 200 Verletzten. Aus Teheran, Jörg Brase. Wo und wie der Iran Vergeltung üben will, ist völlig offen. Der General wurde im Irak getötet. Von dort hat die Bundeswehr jetzt aus Sicherheitsgründen fast ein Viertel ihrer Soldaten ausgeflogen. Im Rahmen des internationalen Einsatzes gegen den IS waren bisher 150 Bundeswehrsoldaten im Irak, vor allem um dort irakische Truppen auszubilden. Die 32 in Tadschi stationierten Deutschen wurden zu einem Stützpunkt in Jordanien gebracht, drei weitere von Bagdad nach Kuwait. Das größte Kontingent bleibt allerdings in Erbil im autonomen Kurdengebiet. Cornelia Schiemens hat Details. Und am Nachmittag hat dann auch die NATO bekannt gegeben, dass sie einen Teil ihrer Soldaten aus dem Irak abzieht. Anne Gellinek in Brüssel. Ist das jetzt das Ende der NATO-Mission gegen den IS? Diese Einschätzung aus Brüssel, Anne Gellinek. Drohungen und Gegendrohungen. Was könnten etwa die USA tun, um eine weitere Verschärfung der Situation zu verhindern? Antworten in Madrid. Ist eine lange Zeit der politischen Blockade zu Ende. Spaniens Parlament hat einen Regierungschef gewählt. Alter und neuer Ministerpräsident ist Pedro Sanchez. Der Sozialist gewann die entscheidende Abstimmung ganz knapp mit den Stimmen seines neuen Koalitionspartners, der Linkspartei Podemos, um Pablo Iglesias. Zuvor hatte Sanchez einen Deal mit den katalanischen Separatisten ausgehandelt. Die Partei hat sich bei der Wahl heute enthalten. Anne-Marie Arendt berichtet. Auch Österreich hat eine neue Regierung. Zum ersten Mal ein Bündnis aus Konservativen und Grünen. Und zum ersten Mal hat das Kabinett mehr Frauen als Männer. In der Hof. Regieren wollen künftig auch die deutschen Grünen und arbeiten an ihrem Programm. Auf der Klausur in Hamburg stand die Wirtschaftspolitik ganz vorn. Die Industrie soll klimafreundlich werden. Beim Umbau müsse der Staat Branchen helfen, die besonders viel Energie benötigen. Und es soll finanziell gerechter zugehen, mit einem deutlich höheren Mindestlohn und Mindesthonoraren für Selbstständige. Patricia Wiedemeyer berichtet. Und jetzt zur Diskussion um eine mögliche Kabinettsumbildung. Auch CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hält das im Laufe des Jahres offenbar für denkbar. Die Union müsse mit einem Zukunftsprogramm und neuen Gesichtern ins Wahljahr 2021 gehen, sagte sie auf der Klausur der CSU-Landesgruppe in Bayern. Kramp-Karrenbauer reagierte damit auf einen Vorstoß von CSU-Chef Söder. Er hatte eine Verjüngung der Bundesregierung gefordert. Frankreich gedenkt des Angriffs auf Charlie Hebdo. Vor 5 Jahren drangen islamistische Terroristen in die Räume der Pariser Satirezeitschrift ein und schossen mit Kalaschnikows um sich, wegen einer Karikatur des Propheten Mohammed. Seit Oktober toben in Australien Buschfeuer, wie sie der Kontinent noch nicht erlebt hat. Hier ein Foto von Kangaroo Island vor der Feuersbrunst. Und so sieht dieselbe Straße danach aus. Unermüdlich versuchen vor allem auch freiwillige Einsatzkräfte zu retten, was zu retten ist. Eine Fläche so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen ist bereits vernichtet. Aus der Region um Sarsfield im Bundesstaat Victoria berichtet Norman Odenthal. Beim Wetter ändert sich wenig, es bleibt mild und regnerisch. Die Details hat gleich Östen Terli. Das Heute-Journal um 22.30 Uhr mit Marietta Slomka. Hier begrüßt Sie morgen Petra Gerster. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.